Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit Kaninchenhaltung. Ich komme gerade vom Einkaufen und zeige euch meinen Food Haul. So, und zwar habe ich einmal von Pringles Tortilla Chips mitgenommen, Nacho Cheese, dann Paprika-Ecken waren diese Woche bei uns im Angebot und weil ich die so gerne mag, habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen. Dann war noch im Angebot Manna. Und zwar habe ich einmal Lemon mitgenommen und, das ist ja irgendwie neu, kenne ich zumindest noch nicht, diese Snack Minis, die gibt es mit Milch, wo steht es noch auf Deutsch, Milchschokoschnitten. Gab es auch noch mit Haselnuss, aber ihr wisst, ich nehme natürlich lieber die mit Schokolade. Dann einmal ein Eis von Cremissimo Cookies, mag ich sehr gerne. Dann habe ich von Zotzani Joghurt Erdbeere. Wir hatten leider nicht diese Mascarpone Edition. Die mag ich nämlich noch lieber. Dann zweimal Cheddar Käse. Dann Almette Frischkäse. In Kräuter ist ja mein Lieblingsfrischkäse. Habe ich auch gleich zwei Becher mitgenommen. Dann einmal von Almette Naturfrischkäse. Dann zweimal den Kräuterquark von Milram. Und dann noch einmal Rahmjoghurt von Weihenstephan und noch einmal ein Zorzani-Joghurt in Erdbeere. So, ich habe mir gerade eine Wärmflasche gemacht und es gibt Abendessen als Vorspeise einen Apfel und eine Mandarine. Dann habe ich mir Eier gekocht, denn es gibt heute einen Eintopf und ich werde nicht alle essen, aber ich habe schon mal vorgekocht. Bruno liebt seinen Platz im Regal. Das ist jetzt sein neuer Lieblingsplatz, da sitzt er jetzt die ganze Zeit. Abendessen ist fertig. Einmal ein Topf und zwei Scheiben Brot mit Butter und zwei Eier mit Salz. Guten Appetit! Ach Gott, Emmy, bist du süß, wie sie ihr Füßchen abstellt. Emmy hat wieder einen Tunnel und sie liebt ihn. Die erste, die rein und durch ist und nicht nur einmal durch, sondern ganz oft. Und jetzt sitzt sie am Bullauge. Nämlich ein ganz langer Tunnel. Mit einem Bullauge. Die Babys sind bei der Brotzeit. Als Nachspeise gibt es wieder einen Eisteller mit Amarena-Eis, Vanille-Eis und Schokoeis. Und Waffeln. Ich probiere mal diese Schokowaffeln mit Milchcreme. Und die Zitronenwaffeln, die kenne ich schon. Die sind auf jeden Fall sehr lecker. Die mag ich richtig gern. Sind auch so ein bisschen erfrischend. Das Eis ist schon ziemlich geschmolzen. Und die Sahne ließ sich nicht steif schlagen. Also der Tunnel, der gehört jetzt der Emmy, sie liebt ihn. Erik. Das stört dich doch jetzt nur, weil es nicht gerade ist, Erik. Komm, wir machen es glatt, dann ist es wieder gut. Bruno wartet auf seinen Immunbooster.
Gell? Ja. Den Immunbooster wartet der Bruno schon mal. Bruno ist mit so einem Kuscheln gekommen, das ist so süß. Und die Lotte kümmert sich um die Holly. Und die Holly kümmert sich um den Bruno. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.